Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Wie angekündigt, möchte ich euch heute so ein paar, Beauty-Sachen, also eher so Pflegeprodukte zeigen, die ich mir extra jetzt noch für die Reise nach Amerika gekauft habe. Also die meisten Sachen sind auch eher Nachkaufprodukte, auf die ich halt während meiner Reise nicht verzichten möchte. Und das sind auch so Sachen, ich hatte auch schon nachgeguckt, Produkte, die jetzt in Amerika nicht deutlich günstiger sind. Und deswegen habe ich es mir gleich hier nochmal geholt. So, beginnen werde ich mit Rituals. Und zwar bin ich da hauptsächlich reingegangen, um mir wieder dieses Qigong-Deo nachzukaufen. Das hatte ich letzten Sommer sehr oft oder ja durchgehend genutzt. Das hatte ich euch, glaube ich, auch schon in meinem Empties-Video gezeigt. Ich benutze ja im Moment hier nur diese Wolkenseifendeos, mit denen ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. Die sind ja ohne Aluminiumsalze, leider ist das ja mit Aluminiumsalzen, aber ich habe es mir trotzdem nochmal geholt. Und zwar deswegen, wenn wir da 2,5 Wochen quasi on the road sind, durchgehend, dann wollte ich schon ein Deo haben, was mich nicht feucht unter den Achseln werden lässt. Ich weiß, ein ganz tolles Thema. Die Wolkenseifendeos, wie gesagt, finde ich super, aber die verhindern zwar, dass man riecht, aber sie verhindern nicht, dass es feucht unter den Achseln wird. Und deswegen habe ich mir das nochmal nachgeholt. 9 € oder so kostet das. Und dann habe ich mir noch 2 Travel-Größen hier mitgenommen. Und zwar hatte ich von dieser Sorte mal eine Probe mitbekommen und oh mein Gott, dieser Duft ist einfach mal so genial. Müsst ihr unbedingt mal dran riechen. Und zwar ist das Magic Touch, das ist mit Cherry Blossom and Rice Milk und das ist so unglaublich lecker. Also es riecht so gut. Oh mein Gott, oh. Wird wahrscheinlich schwachsinnig sein, bei den Temperaturen sich einzucremen, aber trotzdem kriege ich dann irgendwie doch so ein bisschen spröde Haut und dann fängt es an zu jucken und deswegen kann ich halt auch nicht auf eine Bodylotion verzichten und deswegen habe ich mir die in der Größe mitgenommen. Und dann konnte ich nicht anders als mir genau das gleiche, das nennt sich hier nur Sensation, diesen Schaum, diesen Duschschaum mitzunehmen, den ich auch super finde. Ich denke mal, für die 2,5 Wochen wird das ausreichen. Und das ist wie gesagt genau der gleiche Duft, das nennt sich halt nur anders, also der Name ist anders. Ja, natürlich musste der Akku alle gehen, aber gut, ich war vorbereitet und hatte noch einen geladen dabei. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, und zwar war ich dann noch bei DM gewesen. Da habe ich mir unter anderem ein neues Shampoo gekauft. Das werde ich mir dann, zeige ich euch gleich, in so eine kleine Flasche dann abfüllen. Und zwar wollte ich das mal ausprobieren. Ich bin halt einfach so ein Werbungsopfer. Ich habe das in irgendeiner Zeitschrift gesehen und da war eine Probe dabei. Und dachte mir, oh, das hört sich an, als ob ich das brauche. Und zwar ist es von L'Oreal Hair Expertise. Das imposante Kräftigung Shampoo, also Shampoo-Griffigkeit nennt sich das. Für feines Haar, was ich hier nun leider mal definitiv habe. Ich habe es erst einmal benutzt, deswegen kann ich dazu noch nicht so viel sagen. Ein weiteres Produkt von DM war dieses Reisegel hier. Reisegel? Rasiergel? Ach, Maria. Caribbean Dreams nennt sich das. Das ist leider mit Kokosduft. Ich bin leider nicht so ein Kokosfan. Aber das war der einzige Schaum, Rasierschaum oder Rasiergel in dieser Größe. Och ja, ich rieche schon. Aber gut, wird hoffentlich seinen Zweck erfüllen und ja, werde ich wahrscheinlich auch vielleicht in der Zeit aufbrauchen, dann kann ich es auch da lassen. Dann kam ich leider nicht umhin und ich habe mir noch einen von diesen L'Oreal Colorage Nagellacken gekauft. Ich bin ja echt ein Fan davon. Das ist jetzt mein zweiter. Ich hatte euch das ja in dem einen Follow Me Around schon mal gezeigt, dass ich diese Nagellacke oder diesen einen Nagellack, den ich mir da gekauft hatte, total super fand. Und ja, da musste mal ein Nude-Ton her. Ich dachte mir, der ist jetzt vielleicht auch für die Reise ganz praktisch, hat auch eine gute Größe und passt eigentlich auch zu allem. Und das ist in der Farbe 107 Beige Bohème, also das schreit ja quasi nach mir, dieser Name. Und es ist so ein schöner Nude, Rosé-Ton und habe den auch schon einmal getragen und wie gesagt, der hat auch wieder echt super lang gehalten und ich bin mit denen echt zufrieden und da deckt fast in einer Schicht. Und das letzte, was ich mir bei DM gekauft habe, ist dieses Reiseset hier.
Und zwar mit drei Flaschen hier und drei Döschen. Und wie gesagt, in eine werde ich dann mein Shampoo reinmachen. Und ich fand halt auch die... ach ja, und da sind sogar auch so kleine Spachtelteile dabei. Das finde ich auch super praktisch. Und ich fand die Tasche halt an sich auch ganz praktisch. Die kann ich mir dann mit ins Flugzeug nehmen und dann meine ganze Hautpflege reintun, die ich halt für den langen Flug benötige. Genau. So eine durchsichtige, was drauf habe ich nicht gehabt. So, der letzte Anlaufpunkt war bei mir die Apotheke. Und zwar habe ich mir da zum einen, das ist eigentlich ein bisschen random, aber kann ich ja trotzdem in die Kamera zeigen, von Elmex, Sensitive Professional, diese Zahnpasta. Ich habe leider im Moment ziemliche Probleme mit meinem einen Zahn. Ist ja auch perfekt, dass das kurz vor der Reise ist. Naja, jedenfalls meinte die Sprechstunde, ich sollte mir so eine Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne holen. Ja, finde ich bis jetzt ganz okay. Die kann man wohl auch gezielt auftragen, ein bis zweimal am Tag. Also auf eine bestimmte Stelle, wenn man irgendwas, eine Empfindlichkeit hat. Und ja, fand ich bis jetzt ganz gut, was man halt so zu einer Zahnpasta sagen kann. Dann habe ich mir 1, 2, 3, 4 Sachen von, also eigentlich nur 3 Sachen von La Roche-Posay. Ich weiß gar nicht, ob das ausgesprochen wird. La Roche-Posay? Naja, verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche. Und zwar zum einen musste wieder meine Tagespflege her. Ihr wisst ja, oder ich habe das ja mal erzählt, dass ich Rosacea habe und dass es im Moment ganz gut ist. Also ich habe es im Moment ganz gut im Griff und da habe ich mir hier wieder, wie gesagt, die Tagespflege, das ist halt extra so eine Pflege für Rosacea-Haut gekauft. Und zwar ist es die Rosalia UV Légère. Das ist so eine ganz leichte Tagescreme, die ist auch so ein bisschen grün getönt, was man dann aber auf der Haut nicht so wirklich sieht und hat auch Lichtschutzfaktor 15, also schon mal ganz gut. Und die vertrage ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die nehme ich aber immer nur morgens, abends habe ich dann auch eine andere Pflege. Und meine war jetzt schon wieder alle, deswegen nutze ich die hier. Und dann habe ich mir, das ist so meine Neuentdeckung überhaupt und ich liebe es total und möchte es auch nicht mehr missen, mir das Thermalwasser auch von der Roche-Posay oder Posay, wie auch immer, gekauft. Und zwar ist das jetzt hier die normale Größe und Maria ist ja so gekloppt und hat sich auch noch die kleine geholt, weil die kleine kann ich mir ja dann hier schön in mein Beutelchen tun und dann mit ins Flugzeug nehmen. Und die werde ich mir dann in den Koffer machen, damit ich dann auch für die 2,5 Wochen unterwegs was habe. Und es ist noch bescheuert. Ich habe hier zu Hause sogar noch die ganz große Flasche. Also man könnte schon eine leichte Obsession erkennen. Aber ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Das ist natürlich jetzt für den Sommer auch ideal, wenn man dann total durchgeschwitzt ist und sich das einfach so ein bisschen übers Gesicht sprühen möchte oder auf den Körper. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es meine Haut beruhigt. Und ich gebe die zum Beispiel immer, nachdem ich meine ganze Schminke abgewischt habe, gebe ich das übers Gesicht und danach gebe ich dann meine Tages- oder Nachtpflege rauf. Also ich finde das wirklich super. Und dann noch ein Tipp von mir bezüglich Sonnencreme, was man natürlich nicht vergessen sollte, wenn man in den Urlaub fährt, aber auch hier zu Hause, ist diese Sonnencreme von La Roche-Posay. Und zwar ist das die Antelios XL, ich habe keine Ahnung. Das ist jedenfalls Lichtschutzfaktor 50+. Also für mich auch perfekt für meine Haut, weil wie gesagt Rosacea und Sonne sind nicht die besten Freunde. Kommt in so einem 50ml Fläschchen. Ja, der Nachteil ist, dass dieses Zeug einfach mal 20 Euro kostet. Ich hatte das Glück und meine Apotheke hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich diese ganzen Produkte gekauft habe, 20% auf La Roche-Posay Produkte. Deswegen habe ich dafür nur so rund 15 Euro gezahlt, 16 Euro. Aber ich muss auch sagen, dass ich das nur für mein Gesicht benutze. Also für meinen Körper benutze ich ganz normale
Pflege, da ist es mir egal. Aber wenn ich jetzt so normale Pflege, die ich für den Körper benutze, auf meiner Haut, auf meiner Gesichtshaut tragen würde, würde ich wahrscheinlich total den Ausbruch kriegen und Picke würden sonst wo entstehen. Und deswegen die. Und die finde ich so besonders halt, weil sie einmal 50 plus ist, also ein super Schutz für die Gesichtshaut, ultra leicht ist und also es ist ein Fluid. Und das ist wirklich super. Also bei 50 plus hatte ich ja immer so die Angst, dass ich dann komplett weiß bin, wie man das ja dann immer so kennt von Sonnencremes. Das ist bei der überhaupt nicht der Fall. Also man sieht danach genauso aus wie vorher. Sie zieht super schnell ein, man hat kein fettiges Hautgefühl und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Ich glaube, die gibt es auch in 30, also wem 50 zu viel ist. Die muss man halt vorher so ein bisschen schütteln. Und ich finde die super, super gut und ich vertrage die auch richtig, richtig gut. Also ich hatte vorher auch ein paar, die mir dann, wo ich dann wieder total Pickelausbruch bekommen habe und irgendwie kam es mir dann noch so vor, dass die Rosazea dann nochmal so richtig aufgeblüht ist. Und das ist bei der halt überhaupt nicht der Fall. Und also ihr müsst halt darauf achten, dass es dieser ultra leichte Effekt steht hier ist und dass es halt dieses Fluid ist, weil da gibt es glaube ich auch nochmal Unterschiede. Aber wie gesagt, die kann ich euch nur ans Herz legen. So, und das letzte Produkt ist diese kleine süße Bioderma-Flasche, die ich mir jetzt auch extra für die Reise nochmal gekauft habe, weil ich damit ja immer mein Make-up, so ist quasi mein erster Schritt, das Make-up abnehme. Und da ist mir diese 500 Milliliter Flasche einfach zu schwer und zu groß für die Reise. Und damit werde ich, denke ich mal, super auskommen und ich glaube, die kann ich auch mit ins Flugzeug nehmen. Und dann bin ich, ja, super ausgestattet damit. Das waren jetzt alle Produkte, die ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, ich hoffe, es war vielleicht der ein oder andere Tipp dabei. Wer noch auf der Suche ist nach einer schönen Sonnencreme fürs Gesicht, wie gesagt, ich kann die nur empfehlen. Genauso auch wie das Thermalwasser. Und falls ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps habt, so eure Must-Haves für den Sommer, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Und dann verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss!